Guten Tag, mein Name ist Dipral. Ich bin 3.573 Jahre alt vor Christus und ich bin baumwollabhängig. Ich habe meistens immer solche flauschige Jacken dabei und ich liebe es einfach. Hat jemand Feuer? Nebenbei mache ich Musik. Die Regie ist langsam abgefuckt wegen meiner Baumwollabhängigkeit und sie wollen immer gerne meine Jacken anzünden. Deswegen wird hier gerade ein Feuer verlangt. Ich finde, das ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und auch, dass sie gerade unsere Aufnahme stören, hilft mir gerade nicht bei der Therapie. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Kommentiert bitte, wie ich von der Baumwollsucht wegkommen kann. Vielen lieben Dank. Fand's schön. Alter, frag nicht. Ich hab das gerade irgendwie auf meinem Desktop gefunden so und hab mir gedacht, so komm, haust du mal raus, so. Wozu ist es denn da? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da hatten wir irgendwann mal Langeweile im Studio gehabt, so und dann kommt sowas raus. Nee, aber was ich sonst noch sagen wollte, wenn wir eh schon mal hier sind. Ich wollte jetzt gucken, dass ich nochmal ein bisschen aktiver hier werde. Ich mache aktuell sehr viel. Ich räume sehr viel meine Festplatte auf und da finde ich alte Fotos und Videos und sortiere die chronologisch. Weil das sind Sachen von vor 20 Jahren drauf und da braucht es ein bisschen Ordnung, bis man das dann zu einem Video machen kann. Aber im Großen und Ganzen habe ich überlegt, einfach nochmal hier Leben reinzubringen, weil wir uns hier auch lange nicht mehr gesehen haben. Vor allem an die Leute, die kein Insta oder sonst irgendwas haben. Dass wir halt wenigstens hier mal so ein bisschen uns austauschen können, uns Wärme geben können, Kinder. Das ist auch schön bei so einem kalten Wetter da draußen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, das ist doch jetzt ein guter Startschuss hier, ne? Mit der Baumwollsucht. Oh, Ruhe. Nee. Aber ich kann euch auch nicht sagen, was für Videos kommen. Ich weiß es selbst nicht. Ich mache einfach. Kann sein, dass wir wieder so ein paar Vlogs machen. Wobei, ich bin nicht so krass viel unterwegs in letzter Zeit. Aber gucken, einfach machen. Oder so wie hier. Dass ich dann vielleicht laber. Und dann reden wir über irgendwas. Dann erzähle ich dir irgendwas. Oder blende dabei Bilder ein. Oder keine Ahnung, Alter. Also. Sonst. Gestreamt habe ich auch nicht mehr lange. Sonst habe ich überlegt, könnte man da auch noch ein paar Highlights rausnehmen oder so. Auf jeden Fall. Musik zieht sich gerade ein bisschen. Aber ich muss da die ganzen Videos machen. Also, die müssen noch gedreht werden, dann schneiden und so. Aber sonst das ganze andere Zeugs haben wir schon ordentlich viel gemacht. Nur das ganze Drumherum. Also Lieder sind da, nur das ganze Drumherum ist halt ein bisschen problematisch gerade, sag ich es mal so. Aber das schaffen wir auch noch. Ja, und damit ich jetzt nicht zu lange auch hier deine Zeit bumse, wollte ich einfach nur mal ein kleines Lebenszeichen da lassen und ja, pass auf dich auf. Pass auf da draußen, da rutscht das Fall nicht auf der Fresse. Und die Leute umarmen. Das macht Spaß. Ich bin voll durch heute, ich habe keine Ahnung. Eigentlich, weil ich mir gestern das Hirn weggesoffen habe, so. Ist das noch Rest? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall. Stimmt die Tage. Ich gebe mein Bestes, Minimum ein Video die Woche rauszuhauen. Und was für Videos das sind, ich habe keinen Plan. Also, wir machen das einfach. Tschö. Ah ja, und ich habe meine Kamera immer noch in Bremen, weil die Jungs hinten halt gerade Videos drehen und das ist dann auch wieder so ein Faktor. So, ich mache da halt keinen Zeitdruck, so sollen die gechillt machen. Und wenn die irgendwann fertig sind, dann fangen wir hier gechillt an. Weil ich mache das ja eh mit dem SCB Media, aber der ist gerade noch im Umzug, das heißt, der hat gerade eh keine Zeit und so. Deswegen so alles gechillt und deswegen haben wir halt gerade auch diese Qualität hier. Das ist halt, wie gesagt, mein Streaming-Setup. Aber ich finde, das geht klar so. Ist akzeptabel, so, ne? Ist jetzt nicht zu beschissen. Ist okay. Man sieht sich, Kinder. Tschö.